Sie sind hier, 16. Dezember 2018, 13.10 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Katharina Althaus gewann ihr drittes Weltcup-Springen in Serie. Urheberrecht Getty Images, dritter Sieg in Serie, der zweite binnen 24 Stunden. Katharina Althaus triumphiert auch in Prämennen und baut ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Skisprinterin Katharina Althaus hat im französischen Prämennen ihren zweiten Weltcupsieg binnen 24 Stunden gefeiert und wird damit immer mehr zur Überfliegerin des WM-Winters. Die 22-Jährige aus Oberstdorf setzte sich am Sonntag überlegen vor Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby durch und baute mit ihrem dritten Saisonerfolg in Serie die Führung im Gesamtweltcup aus. Die Olympia-Zweite Althaus kam bei ihrem siebten Karriereerfolg mit 85,0 sowie 88,5 Meter auf 249,6 Punkte und lag deutlich vor Lundby 235,5 sowie der japanischen Weltcup-Rekordsiegerin Sara Takanashi 233,3. Mit 400 Punkten führt Althaus in der Gesamtwertung klar vor Lundby 278 und hat in diesem Winter beste Chancen, als erste Deutsche die Kristallkugel zu gewinnen. Vier der bisherigen fünf Saisonwettkämpfe haben damit die deutschen Springerinnen gewonnen. Den Auftakt in Lillehammer hatte Juliane Seifert, Rula, für sich entschieden, die am Sonntag in Prämennen mit Platz 7 zweitbeste DSV-Starterin war. Auf der Schanzenanlage Les Touffes im französischen Jura, die für die Olympischen Jugendspiele 2020 umgebaut worden war und nun ihre Weltcup-Premiere erlebte, belegte Sochi-Olympiasiegerin Karina Vogt nach Rang 7 am Sonntag nur Platz 15 im zweiten Springen und musste damit einen Rückschlag hinnehmen. Der Frauenweltcup macht nun eine vierwöchige Winterpause, erst am 12. Januar geht es in Sapporo weiter. Von Sportinformationsdienst.